Die Hallen Gronds, das klingt interessant tatsächlich. Also, ne, Grond im Aufbau würde ich gerne mal sehen. Tag 2. Oh, hoffentlich können wir jetzt nochmal genau die gleiche Prozedur machen. Weiter! Das Auge sieht uns. Ich finde es gut, dass ich hier vorne hinlaufen kann zu ihr. Ah ja, ich gehe zurück. Alles gut. Na, betet weiter irgendwie irgendwas an oder so. Also anscheinend irgendwie Sauron. Ich finde es eigentlich ganz lieb, wie die abends noch ein wenig plaudern. Ja. Ein chillig, bla bla. Melde dich beim Ork Emine. Oh, wow. Ich habe gehört, du kannst gut klettern. Wasser. Bitte. Ich sagte doch, sprich nicht mit dir. Wer war das? Wer hat was da gesagt? Ah, jetzt ist mein Kompagnon weg. Die kleine Ratte von gestern. Immer noch da. Huhu. Da kommt der Abschaum. Eine besondere Ehre für dich heute. Sprengsätze haben gestern nicht gezündet. Was? Irgendein Dreckfresser muss durch die Tunnel krabbeln und sie zünden. Und unter den Sprengsätze? Dreckfressern seht ihr zwei nicht aus wie Könige. Glotz nicht so, Charcot. Moment, was für Sprengsätze, So Mann? auf den Kopf. Was ist ein Dreckfresser? So nennen sie Sklaven, die sie für nutzlos halten. Komm schon, hier lang. Nimm eine Lampe mit. Es ist dunkel dort. Wir lieben dunkel. Dünner Mann kann garstiges Licht behalten. Früher hatten sie Zwerge für diese Art von Arbeit. Aber die sind alle weg. Jetzt schicken sie die ausgehungertsten Sklaven. Arbeiter haben den Sprengstoff angebracht. Aufgabe der Dreckfresser ist, ihn zu zünden. Am Ende des Tunnels findest du ein Fass mit brennbarer Flüssigkeit. Geh runter, zünd es an und renn um dein Leben. Warum? Wenn du die Dämpfe riechst, weißt du warum. Keine Zeichen. Diese Tunnel wurden noch nicht geräumt. Nimm ein paar Zünder mit. Die roten Steine. Rot? Wo im... Welcher Welt sind die rot? Okay, wenn ich so nah dran gehe, sind sie leicht rot. Kriech zu den Fässern und leg den roten Stein rein. Schmeiß an und halt die Luft an. Und was macht der dünne Mann? Ich halte Wache. Vor wem hältst du denn Wache, bitteschön? Worum? Saruman hat Sprengsatz für ins Klamm verwendet, Sauron, um irgendwelche Minen zu buddeln. Ja, das ist richtig. Bei diesem Fall lassen kriege ich immer einen Herzinfarkt hier. Ach, noch tiefer. Wer hat sich denn hier bitte schon durchgebuddelt, meine Güte? Das erinnert mich ja an die Kohlenminen hier früher im Ruhrgebiet. Also die Dinger, wo sie da angelaufen sind. Also, weiß nicht. Auch halbwegs unmenschlich. Moment mal, wie komme ich jetzt? Moment. Moment. Okay. Und jetzt wieder zurück. Ah! Soll ich nicht. Ach stimmt, ich kann ja von Gollum das hier anmachen. Dann sehe ich ja den Weg. That's the way. Ganz vergessen, seine Ability hier, wie er Sachen sehen kann. Das muss es sein. What? Okay, und dann muss ich mich beeilen, ne? Alles klar.
Okay. Warte. Ability, hilf mir. Oh, da kommt schon der Nebel. Ah. Ja, folg dich. Dankeschön. Oh, duck dich. Stell mal vor, diesen Sprengsatz, den sie bei Minas Tirith benutzt oder so. Ja, statt irgendwelche Höhlen hier auszugraben. Wo wollen die damit überhaupt hin? Oh, Hopp. Ja, diese Musik. Alles klar. Ich komme, alter Mann. Meine König. Ich bin die Dunkelheit. Ah. Machen wir zuerst diese Tunnel fertig. Hier entlang. Es gibt noch mehr von den verfluchten Dingern. Noch mehr? Wie viele denn noch? Wir müssen vier gehen. Dünner Mann tut nichts. Du musst lernen. Ich werde nicht immer da sein, um dich anzuleiten. Nicht? Schade. Ah! ja gut. Da habe ich meine Weißsee-Ability ein bisschen falsch gedeutet. Ach, da kommen ja sogar Feuerblasen raus. Ja. Gott. Kann nicht schön krabbeln wie wir, was? Nein, kann er nicht. Kriech, kriech, kriech. Tyrion! Vielen lieben Dank für deine Subscription. So, und danach rennen wir. Oder wir rennen auch nicht. Hallo! Ich liebe Bugs. Oder, ja, gut. Bugs, ja. Ne, ich klinge jetzt schon wie so ein Rager. Also, ja. Na, jetzt gehst du durch, ne? War ja klar. Ah, riecht doch gut, Gollum. Stell dich so an. Und natürlich der schönen guten Abend, Tyrion. Hier kannst du gutes Gameplay betrachten. Ollum gibt zum Besten. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gut finde, dass wir so viel Gollum-Sachen immer auswählen. Und nicht für eine Smergol gehen. Du kannst jetzt atmen. Atme. Oh Gott. Noch einer. Los, komm. Noch einer? Was ist das Geheimnis? Hm? Ach, vergiss es. Hat es Essen? Hat es schönen Fisch versteckt? Oh, ein schöner nicht Fisch. Hier. Kommt halt auf den Tisch. Mach den letzten Tunnel fertig. So saftig dann süß. Da oben bei den Käfigen. Wo? Was liegt denn da Schönes? Ein blauer Wurm. Ich musste mir noch Essen von Lockri besorgen. Das ist ja echt furchtbar. Ich dachte, ihr seid tot. Quick lebendig. Brachte mir gestern den Silberring. Oh, ein Silber. Ich will auch ein Silberring. Jetzt soll ich hier durch? Ach, Gottes Willen. Ah, na, dann mal rein da. Gottes Willen. Geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier lang? Halt. Ich hab mir enger hier die Gänge. Moment. Da muss ich ja sprinten. Da muss ich sprinten, oder? Sonst komm ich nicht rüber. Das war nicht knapp! Das war nicht knapp. Ja, was ist er denn? Grausame Orks fressen alles auf.
Irgendwie habe ich Angst, hier normal zu springen. Jetzt geht er rein. Dankeschön. Okay, Das wird gar nicht klappen. Aber gut, ich meine, etwas enger, aber dafür kürzer. Ob ja, ne? Denk an den Schatz, mein Lieber. Ich finde, der Ingame-Sound könnte etwas lauter sein. Ja, kann ich gerne machen. Dafür will ich doch Feedback haben. Gesamt. Hä? Wieso sollte das auf. Warum steht das auf 0? Ich hab doch was gehört. Das kann doch gar nicht 0 gewesen sein. Ah, dieses Game. Da es auf 0% angeblich stand, werde ich mal Dinge ausprobieren hier. Wir müssen ihn finden, bevor er es tut. Dann kann er im Dunkeln kriechen. Garstige Lichter. Ah, wird ein Tick leiser machen. So. Warte mal, wo ist der alte Mann hin? Ey, hast du uns schon wieder allein gelassen oder was? So. Alter Mann, hallo, alter Mann. Na los, pennt ihr? Wenn sie euch ins Licht schicken, dann könnt ihr schlafen. Ich würde gerne schlafen. Was ist das? Ein Rattenloch? Was ist das? Hier riecht's nach Unfähigkeit. Was? Ei, Baluso Luknas Klimmerib. Warum? Ist besser, danke. Ja, wunderbar. Und jetzt will er Brot? Dafür, dass er durch den Dreck gekrochen ist? Hier hast du eins. Niemand soll Kusch nach ungerecht nennen. Zurück nach oben mit dir. Auch ganz nach oben? In den Himmelslichtturm? Die Luft ist hier besser. Dünner Mann kann uns jetzt Geheimnis verraten. Erinnerst du dich an die Zwerge, von denen ich sprach? Einer von ihnen hat mir mal was erzählt. Ich weiß nicht, ob dieser Bart so agieren soll, wie er agiert. Die musste er bauen. Eine gefährliche Arbeit. Aber mit der Zeit fand er heraus, wann und wo die Wachen standen. Er stahl rote Steine und versteckte sie in einer Höhle nahe der Brücke. Einen Stein pro Tag, damit die Wachen nichts merkten. Warum? Was glaubst du, warum? Was ist passiert? Eines Tages ist er ausgerutscht und gestürzt. Oh, das ist keine schöne Geschichte. Wohl eher nicht. Ganz viele Feuersteine. Da könntest du mich mal ein bisschen nicht schieben. Nicht, aber du hast ihr Wasser gegeben. Verlängern, hat er gesagt. Hey, der kleine Gollum hat Brot. Jetzt schuldet Gollum es mir. Dein Brot. Oder bist du taub? Bist du taub, kleiner Gollum? Bettle, drohe ihm. Boah, gib ihm Brot. Naja, Gollum-Move wäre natürlich so eher drohen gewesen jetzt wahrscheinlich, ja, oder? Machen wir, komm. Komm, wir gehen aufs Prügeln. Ich würde auch ruhiger schlafen, wenn wir sein Freund wären. Ist das eine Drohung? Drohst du mir etwa? Ey! Hallo! Wo kann ich mich beschweren gehen? Hier sind doch so viele Wachen. Polizei! Hallo, entschuldigen Sie. Das Auge sieht uns. Tage später. Aber jetzt habe ich jetzt auch ein blaues Auge eigentlich, oder? Ne, sieht immer noch aus. Die Halle kommt. Dünner Mann sagte, es gibt Pläne. Ich heiße Sefut. Aber dünner Mann tut es auch. Sefut, warum bist du so schnell? Sefut! Ich kann nicht rennen, deswegen kann. Warum bist du so schnell? Dieser große Aufzug mit der Glocke? Wir nennen ihn Klappermann. Du kannst hören, warum.
Das ist dein Weg hinein. Von hier aus kannst du sie nicht erreichen. Aber es gibt noch einen anderen Zugang. Von unten. Doch, der Viehmeister lässt uns nicht da unten arbeiten. Er bellt nur. Er weiß nicht. Er hasst nur Schleimer. Folg mir in die Kanalisation. Okay. Auf geht's. Die Haldengrunz. Das klingt auf jeden Fall schon mal cool. Jetzt beweg dich schon. Komm schon, Mädel, Bewegung. Kamerad, was wohl? Sharku, in die Kloake. Du liebst doch den Gestank. Ja, Mann, richtig. Du stinkst bereits. Was? Warte mal, da liegt doch irgendwas. Hey, bleib weg von ihr, du Schwachkopf. Ist das eine Spinne? Da ist eine Spinne da drin, ne? Oder? Also ich bin ein Spinner, aber es ist was Achtbeiniges. Müsste eine Spinne sein. Gut, ich werde dich mit dem Mormak runterschicken. Was ist Mormak? Die Käfige, die zum Turm des Lichts hinauffahren. Weißt du, warum wir sie die stille Treppe nennen? Babykrankheit? nee, weiß. Ich. Hä? Wenn die Todgeweihten in einem Käfig hinaufgeschickt werden, werden ihre Schreie von Angst erstickt. Sie steigen hinauf, ohne Stimme. Und zurück in diesen Kanälen kommt das Mormak. Das dunkle Wasser, das die Bestien von Mordor ernährt. Wenn du den Graben verlässt, wirst du den Klappermann sehen. Den Aufzug mit all den Knochen, erinnerst du dich? Der Klappermann wird dich zu den Hallen Gronds bringen, falls du dort lebend ankommst. Sobald ich das hier geöffnet habe. Viel Glück. Oh. Klappermann? Klappermann? Ach, ich bin auch blöd. F oder? Nein! Ah! Okay, war doch richtig. Na, wer meint? Ich dachte, ich wäre tot. Warte mal, ich soll tauchen? Oh. Ich erkenne nix in dieser Plörre. Auftauchen. Klappermann. Okay, durch das kleine Loch da. Oh. Kann ich. Ist hier drin irgendwas? Sie kommen! Oh, ne, komm ich gerade hoch. Das ist schlecht. Das ist super schlecht. Okay. Muss mich kurz orientieren, wo ich da hochkommen kann. So weit weg. Geil, ich wollte schon mal in der Kloake schwimmen, ja. So, okay, warte mal. Das Loch wollen wir. Dann müssen wir da hinten lang. Über die Mauer da anscheinend. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind, oder? Was ist denn, wenn ich ins Wasser gehe? Okay, kommen wir nicht hinterher. Sie kommen! Wo komme ich denn hier hoch? Komme ich hier überhaupt irgendwo hoch? Scheint nicht.
bin gerade dumm und dämlich. Weiß jemand, wo ich da hochkommen kann? Der Klappermann. So weit weg. Links, also 2 Meter vom Ende. Links. Und ich glaube, es war recht, also jetzt von mir aus recht. Wird hier auch kein vernünftiger Weg angezeigt. So, ich könnte hier rüber. Oh, no, 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 no. Fertig. Komm ich da nicht klettern? Klettern? Oh, komm schon. Okay. Na, jetzt kommt natürlich mal wieder so eine Stelle, wo ich mir so denke, so, okay, jetzt muss ich mich so ultra dumm anstellen, so, ne? Ja, kommt her. Mehr rennen. Oh, ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Na, ich bin doch fast da gewesen. Ah. Ich war doch fast da. Ja, der Klappermann, den erreichen wir noch. Alles gut, wir müssen erstmal hier ein Rodeo machen. Ja, vielleicht muss ich auch irgendwo eine Pause mal machen oder so. Ja, nicht die ganze Zeit durchsprinten. Aber ich hätte im Wasser warten können. Na, komm her. Lauf! Sie kommen! Easy. First try. First try. Eindeutig first try. Ups, falsche Taste. Und so. Komm hier. Lassen, das klingt so falsch. Kann ich mich da ranspringen? Ja, wunderbar. Dankeschön. Oh, und hopp. Nicht hopp. Nee, auch nicht. Moment mal, wo muss ich hin? Darf ich hier hin? Naja, umsonst wird das ja wohl nicht sein, ne? Dann komme ich da nirgends. Müsste da oben drauf. Komm ich da nicht dran? Was will das denn? Wofür ist denn die Wand hier? Ach komm, halt dich doch dran fest! Komm, Gollum! Anscheinend sagt Gollum nein.
Sag mir das Ding hier irgendwas. Nö. Ach so, ach, ich bin schon hier. Oh, lol. Ja, ne, ich, ja, ne, und so, ne, verpeilt sein. Der dunkle Herrscher, was, wenn er sieht? Oh, nicht den kleinen Smirgol. So viele Dinge, nach denen er Ausschau hält. Berge, Feinde, Spione. Nein, der Herr sucht nach dem Schatz. Er will ihn, er will ihn. Ja, aber der Schatz ist unser. So. Ah, super. Klettern, klettern, klettern. Aber Smirgol hat versprochen, dem Herrn zu helfen. Wir müssen tun, was der Herr sagt. Was er sagt, ja. Aber er sagt... Was war das denn für ein Rückwärtssprung? Den Schatzen, Beutlin, Beutlin. Nicht hier, was der garstige Hobbit. Wie können wir den Schatz beschützen, wenn er so fern ist? Geht doch. So, dann wollen wir mal hier reinkriechen. Ich will auch gerne so klettern können. Aber Smergolum, ich dachte, du bist Smergolum und könntest das. Oh. Ein bisschen viel Gold für Grond hier, oder? Aber. Du weißt doch auch, Summen, alles in Gold ist besser. Ja, geschmiedete Rüstungen in Gold finde ich gut. So, das war eine Rundumschau. Wunderbar, und ich sollte mal was essen. Ich hatte noch was. Genau. Ja, jetzt wissen wir so ein bisschen, wie das hier aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier runterkommen. Das könnte wehtun. Hoch ist auch keine Option. So. Langsam hier runterkratzeln. Ich würde mich gerne an dieser Wand festhalten. Geht das? Dankeschön. So. Kletter, kletter, kletter. Also wie ich denke, sollte ich mich hier nicht erwischen lassen, ich meine, oder? Ach so. Moment. Warum? Also, ich meine... Ja, es wirft einen Schatten irgendwie, aber und warum bin ich hier unsichtbar für den? Weiß das jemand? Ich weiß nicht. Gollum kann keine Orks mit Helm töten. Ja, das. That's right. Habe ich was zum Werfen? Okay. Finde ich hier was zum Werfen? Oh. Oh. Entschuldigung. Okay, nein, ich muss mich einfach mit dieser Tarnmechanik hier klar finden. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht dahinter getarnt. Habe ich irgendwas, um den abzulenken? Oder ich kann auch einfach hier lang. Ich hab tatsächlich gerade gar nicht gesehen gehabt. Weil das halt so dunkel war. Das Ding hier, wo ich ihn jetzt. Okay, ich muss theoretisch nach links, ne? Dann warten wir mal, ob der sich nochmal umdreht, der gute Mann. Oh. Oh, ich kann hier gar nicht weiter. Oh, oh.
Eine Laus. Und ein Stein. Cool. Mehr gibt's denn nicht? Jetzt könnte ich den. Du hast nichts gesehen. Siehst du, du hast nichts gesehen. Gibt's was Neues von der Schwarzen Legion? Sie marschiert bald nach Dol Guldur. Das sagt Kuschnacht jedenfalls. Blödsinn. Die Nords lauern immer noch vor unserer Haustür. Nicht mehr lang. Das Auge hat sie im Blick. Du hast nichts gesehen. Ich bin hier unsichtbar, warum auch immer ich das hier bin. Okay. Okay, dann dreht sie einfach mal hin und her um. Alles klar. Oh, hier bin ich auch unsichtbar. Okay. Dreh ich nochmal um. Hast nichts gesehen. Oh. Okay, hier scheint ein Stein zu sein. Steine sind immer gut. Ich weiß nicht, ob man damit Leute dann wahrscheinlich auch ablenken kann, denke ich mal. Ja, okay, wir fahren schon los. Als hätte ich das Spiel schon gespielt. Aber nein, soweit habe ich es definitiv nicht gespielt. Könnt ihr da dran? Wo will ich denn genau hin überhaupt? Ich meine, da oben? Ah, da will ich lang. Alles klar. Okay. Warum? Dankeschön. Wunderbar. Da ist er, der Klappermann. Klappert der auch schön? Was ist das los? Was? Oben? Also eigentlich ganz cool, dass man jetzt so dann die Feinde alle markiert hat. Das ist nice. Und diese Geräusche, die du machst, Gollum, sind nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich mich an dieser Kette festhalten kann. Wollen wir das probieren? Ich meine, wie soll ich sonst hier runterkommen gerade? Ja. Dann probieren wir es mal, ne? Okay, es geht nicht. Schade. Sad. Ich kann mich nicht daran. Nö. Da ist er, der Klappermann. Klapper, klapper, klapper. Oder soll ich oben mich lang hangeln? Wahrscheinlich soll ich mich oben dazu, über die drüber lang hangeln. Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, an die vorbeizukommen, an die Wachen. Okay, da ist. Da kann man sich lang hangeln. Komme ich denn jetzt hier runter, bitteschön? Ah, hier. Theoretisch. Ich wollte eigentlich Steine aufnehmen. Und wie weit muss ich denn dafür werfen? Ah,
Ah, dadurch habe ich auch nur einen abgelenkt. Dieser so. Ort macht mich wahnsinnig. Oh. Ich dachte, ich könnte ihn umbringen quasi, indem, also, ne, indem ich ihn mir würge. Aber der steht irgendwie scheiße dafür. Kann ich mich einfach direkt drunter fallen. Sehr schön. Geht das überhaupt? Okay. Ah, der hat auch einen Helm auf. Okay, den können wir gar nicht töten. Aber warum? Aber was bringt mir das denn, dass einer von denen weg ist? Was bringt mir das da? Ah. Naja. Vielleicht können wir auch woanders lang gehen. Du willst ihn also wirklich herausfordern? Wieso nicht? Wer ist denn da? Du hältst ihn wohl für eine leichte Beute. Ah. Der Viehmeister ist gerissen. Oder wir gehen unter Tage. Das geht dich Dreck an. Fühlt sich hier so ein bisschen wie Assassin's Creed mäßig an. Oder Prince of Persia, wenn das mal gespielt hat. Also, ich nicht der Typ war für Assassin's Creed. Ich habe Prince of Persia gespielt gehabt. Auch sehr viele Klettereinlagen. Oh, das sieht doch hier schon mal halbwegs richtig aus, oder? Oh, kann ich mich daran nicht festhalten? Gollum! Mein Gott. Ich muss aber, glaube ich, hoch, ne? Oder? Bin ich gerade blöd? Ah, ich kann da jetzt springen. Nein! Noch Gollum! Okay, so komm ich da nicht. Ich muss von da. So, Gollum, jetzt zur Seite springen. Kriegst du das hin? Dankeschön. Ihr kriegt nichts mit. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Schnüff. Hier bin ich. Okay. Ups. Verschütte bloß nichts. Die Knochen meines Bruders liegen da unten. Ich weiß nicht, ob ich von den. Dings halt. Von den Sklaven gesehen werden darf, da war ich mir nicht sicher. Da unten ist noch Platz für weitere. Oh. Nee, 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 nein, bitte nicht. Nein! Aber anscheinend können sie mich nichts anhaben, weil sie mir nicht auf die Finger treten können. Das ist meine Chance. Oder so. Okay, ja. Cool. Dann kann ich eben warten, bis sie sich wieder nicht mehr so wütend sind, ne? Es ist schon immer nice, wie die Orks ihm hochnehmen und dann einfach auf den Deckel geben. Ja, ja, das ist cool. Das ist irgendwie lustig. So, seid ihr jetzt alle mal wieder dealarmiert? Das ist doch schön.
Okay, anscheinend sollte ich auf jeden Fall Achtung haben vor dem Typ mit seiner Laterne. Na komm, ich lass dich nochmal eine Runde gehen, ne? Nur zur Sicherheit. Komm, geh nochmal und dann dreh dich wieder um. Ne? Dankeschön. Nein. Nein! Wieso drehst du dich denn jetzt um? Warum so traurig? Ja, weiß ich nicht. Ach Gott. Also ich muss doch da lang, oder? Oder war da noch ein anderer Weg? Oder, also, warte mal. Kann ich... Verschütte bloß nichts. Die Knochen meines Bruders liegen da unten. Dein Bruder hätte lernen sollen, wie man mit einer Peitsche umgeht. Hey, macht voran. Und du pass auf, was du sagst. Kann ich... Da unten ist doch Platz für weitere Knochen. Kann ich hier... Nee. Ich muss da rein, ne? Oder? Ja, ne? Okay, diesmal dass ich auch nicht. Okay. Vielleicht war ich gerade zu nah an ihm dran. Ganz still jetzt. Ah, we got it!